die Bilder aus Gaza als Zündstoff für Radikalisierung. Das heißt, er versucht zwischen Terrorismus und dem Anprangern der israelischen, der zionistischen Angriffe auf Zivilbevölkerung, versucht er eine Verbindung zu schaffen. Damit es so aussieht, als wenn jeder, der Bilder darüber verbreitet, ein Terrorist ist. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Daran sieht man, wie die Experten vorgehen. Und sind offenbar, und jetzt guck mal, und jetzt kommen die, nee, jetzt kommt die Zeitung, und sind offenbar bei den Attentätern von Mannheim und Solingen auf fruchtbaren Boden gefallen. Erstmal, was hat der Attentäter von Mannheim mit mir zu tun? Was hat der Attentäter von Solingen mit mir zu tun? Wenn der Attentäter von Solingen ein IS-Anhänger ist, so wie es gesagt wird, ist er ein Feind von mir. Klar und deutlich. Weil ich gegen den IS mehr effektiv geleistet habe als diese ganzen Laberbacken. Weil ich bringe Beweise hier, ich bringe Argumente hier. Tafsir al-Barawi, ein IS-Anhänger, den man davon überzeugt hat, ein Jugendlichen, den man davon überzeugt hat, Bruder, es geht darum, dass Menschen, warum rechtfertigst du? Es geht darum, dass Menschen die Wahrheit erfahren. Kommt mir nicht immer mit diesem dummen Gequatsche. Es ist das Normalste von der Welt, wenn man angegriffen wird, dass man die Sache klarstellt für Leute, die nicht Bescheid wissen. So doof kann man doch gar nicht sein. Verschwinde bitte von dieser Seite. Immer diese idiotischen Kommentare von Kleinhirnen. Boah. So, hier, da, bitteschön, Tafsir al-Barawi, hier, la ta'tadu, hier, la tabda'u bil-qital, hier. Das ist etwas, womit ich jemanden, der von der Ideologie verseucht wurde, dass es richtig ist, auf die Straße gehen, mit einem LKW in eine Menschenmenge zu fahren, das ist etwas, womit ich den überzeugen kann. Und nicht, indem ich da stehe und sage, der politische Islam ist sehr gefährlich, das sind alles Radikale und Extremisten und immer nur diese Floskeln benutze, die nichts aussagend sind. Mit dem, was er hier bringt, kann er irgendeine 80-jährige Oma überzeugen, die die AfD wählt. Aber damit kann er nicht jemanden überzeugen, den er eigentlich überzeugen muss, damit es friedlich von sich geht. Nämlich jemand, der die Ideologie hat, dass es gut ist, unschuldige Menschen zu töten. Wie will er den damit überzeugen? Er hat noch keinen einzigen Menschen überzeugt. Deswegen haben sie ihn noch nicht auf die Todesliste bei Dabiq gestellt, sondern mich. Weil der Typ ist für die ungefährlich. Den Typen sieht der IS als eine Lachnummer. So. Da kommen nur irgendwelche kleinen Kinder in Kommentarspalten, die dann eine Morddrohung ausrufen. Dann macht er sich in die Hose und kriegt Personenschutz. Bei mir, ich stehe auf der Todesliste bei Dabiq. IS, Unterschrift, Abu Bakr al-Baghdadi. Hier. Bei dem nicht, der interessiert die gar nicht. Weil der unwichtig ist. Für die. So. Weil der keine Gefahr darstellt. Der gehört nicht zu denen, die ihrer Rekrutierung etwas antun, indem er mit Beweisen von Koran und Sunna kommt und dagegen hält. Weil er kennt den Koran und die Sunna ja nicht. Er hat ja keinen Plan von Koran und Sunna. So. So. So jetzt, ich gebe zu, ich war von diesen Attentaten leider nicht überrascht. Ich auch nicht. Und guck mal, er will das wieder so darstellen wie ein Experte, der das schon kommen sehen hat. Natürlich kann jeder kommen sehen. Da muss man kein Experte für sein. Hier, es hatte sich abgezeichnet, dass diese menschenverachtenden Ideologien verfangen würden. Guck mal, er bringt meine Ideologie, die ganz klar in Dutzenden Videos, Imam Qurtubi gegen den IS, Imam Shafi gegen den IS, Imam Nawawi gegen den IS, Imam Barawi gegen den IS, deshalb sage ich idiotischer Staat, Statements, bestimmt 20, 30 Videos, wo ich auf das Thema eingehe, Dschihad-Verständnis des IS und so weiter und so fort, ja. Er versucht mich in Verbindung zu bringen bei dem Anschlag von IS, so unverschämt ist er. So unverschämt und verlogen sind die Medien. Subhanallah. Allah maqfinnihi bimashit. So. Wattaki da'wat al-madlum. Fa'innu leysa beynahu wa beynallahi
Hijab. Okay, weiter im Text. Wie ist Vogel einzuordnen? Jetzt kommt der ganz Schlaue. Er versucht in dieser Zeit, sich zu behaupten. Sich zu behaupten, gegen wen denn genau? Er sehnt sich nach Aufmerksamkeit. Nach Aufmerksamkeit? Also, gucken wir mal nach der Aufmerksamkeit. Also, in Facebook hast du 23.290 Follower, ich 300.000. In Instagram hast du 17.000. Instagram habe ich schon aufgegeben, da habe ich jetzt noch 13.000. Davor hatte ich 15.000, bevor das geschlossen wurde. Erstmal hatte ich 25.000, wurde geschlossen. Dann hatte ich 32.000, wurde geschlossen. Dann hatte ich 15.000, wurde geschlossen. Und jetzt habe ich gar kein Instagram, sondern jemand anders führt Instagram für mich und habe fast genauso viel Follower wie du. So. Dann YouTube, habe ich zwei Kanäle. Den einen führe ich gar nicht, der andere ist seit einem Jahr irgendwie gesperrt, keine Ahnung. Ja. Auf dem einen haben wir 65.800 Follower, auf dem anderen 68.000. Was laberst du überhaupt? So, auf jeden Fall weiter. Er sehnt sich nach Aufmerksamkeit und fährt die TikTok-Schiene. Ja, von TikTok habe ich sogar ganz am Anfang gesagt, da hat man mich überzeugt. Da haben wir jetzt, wie viel haben wir jetzt? 76.000 in der relativ kurzen Zeit. Dabei liegt es so auf der Hand. So, jetzt kommt der Schlauste. Und jetzt auch für alle Nicht-Muslime. Einfach mal zuhören. Ja, guck mal, viele abonnieren die Kanäle nicht. Warum? Weil sie Angst haben. Leute, habt keine Angst, abonniert die Kanäle. Und wenn einer was sagt, sagt einfach, was habt ihr für ein Problem? Was wird denn da falsch vermittelt? So viel Mut muss man haben. Auf jeden Fall. Dabei liegt es doch auf der Hand, dass das, was er mit dem Fightclub Bergheim macht, nur am Rande mit Sport und Boxen zu tun hat. Okay? Womit hat das denn was zu tun? Es geht darum, schon kleine Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren zu radikalisieren. Er macht ja hier einen auf Islamismus-Experte. Das heißt, wir haben diesen Club gemacht oder wir bieten dieses Training für Kinder an, um kleine Kinder zu radikalisieren. Nehmen wir mal an, wir wollten Leute radikalisieren. Okay? Was kann dümmer sein, als einen öffentlichen Verein zu gründen, der öffentlich zugänglich ist? Wo jeder reinkommen kann, jeder Religion, und wo die Eltern daneben sitzen. Von Muslimen, Christen, Jesiden, Katholiken, Atheisten, was auch immer. Was kann dümmer sein als das? Muss ich einfach mal Gedanken machen. So, dann, wie läuft das denn da ab? Erzähl mal. Wie läuft das Training denn da ab? Erzähl mal. Der Typ hat überhaupt gar keinen Plan. Der labert einfach nur das, was die Leute gerne hören wollen. Er labert einfach nur das, was die Leute gerne hören wollen. Er hat keine Ahnung. Er weiß nicht, wann die Trainingszeiten sind. Er weiß, wann das gegründet wurde. Er weiß nichts, weiß er. Er weiß nur das, was er selber von den Medien gehört hat. Da ist er einen Boxclub gemacht. Ah, da wollen die Kinder radikalisieren. Wie willst du Kinder radikalisieren? Also, guck mal, erstmal die Leute. Pass auf, wir machen jetzt mal Rätsel. Ich erzähle euch jetzt mal was über den Club. Ganz glaubhaft und plausibel. Jemand, der mir sehr nahe steht, hat eine Räumlichkeit gemietet, die er ganz günstig bekommen hat. Okay? So, dann hat er gesagt, ey, ihr könntet doch da einen Trainingskeller reinmachen, weil ich einen schönen Trainingskeller bei mir zu Hause habe. Aber das Ding ist so riesengroß. So, dann sind wir auf die Idee gekommen, hier bei uns gibt es so gut wie nichts für die Jugend. Lass uns doch da einen Verein reinmachen. Machen wir da einen Verein rein? Weil ich selber bin ja praktisch ein Opfer davon, weil ich habe 5 Kinder. Und es gibt hier so gut wie nichts an Sport. Und da hat man sich gesagt, es ist doch eine Marktlücke, wenn wir einfach Sport für Kinder anbieten. Und da kann man vielleicht eventuell gleich Geld verdienen. Das hat der Staat uns auch kaputt gemacht. Nur mal so nebenbei. Momentan ist diese Sache tot. Ne? So, aber auf jeden Fall, das ist ein anderes Thema. Das ist die Idee. Die Idee war, Geld zu machen. Nichts anderes. Die Idee dahinter war, Geld zu machen. So. Jetzt, wie läuft das ab? Ganz einfach und plausibel. Die Leute kommen zum Training. Okay? So, das sind Kinder. Dann machen wir erstmal eine Aufwärmarbeit, die sehr anstrengend ist. Warum mache ich die? Weil die sehr anstrengend ist.
damit die danach Ruhe geben, weil die sehr unruhig sind. Aber wenn die erstmal ein bisschen verausgabt sind, sind die danach eher aufmerksam, als wenn die noch im vollen Elan sind und die ganze Zeit am Schreien sind. So, dann mache ich Übungen, Laufen, Krabbeln, dieses Wettlaufen und so weiter und so fort. Und dann mache ich mit den Boxübungen, wo ich denen bestimmte Sachen technisch beibringe, die einfach zu verstehen sind, für 4- bis 10-Jährige, je nachdem. Und am Ende machen wir Kämpfen, Körpersprache. So läuft das ab. Das ganze Training bin ich mit einer Gruppe von Kindern beschäftigt, wo Eltern dort sitzen, zugucken teilweise. So. Und die Kinder dahin geschickt haben, damit die Kinder Sport haben. Was denkt ihr, was die Eltern machen würden, wenn ich die Kinder dahinsetzen würde, die sowieso nichts kapieren, die sowieso viel zu klein sind, 4 bis 10? Die 4- bis 10-Jährigen, in der Regel, die kriegen die islamische Erziehung zu Hause. Und ich brauche nicht einen Club aufzumachen, wer was vom Islam von mir wissen will, kann ins Internet reingehen. YouTube, Instagram, TikTok, überall bin ich zu sehen. Da brauche ich keinen Boxverein für zu öffnen oder Boxunterricht für anzubieten. Wenn mich jemand fragen will zum Islam, ich bin ein überregionaler Prediger. Wie er hier schon sagt, Pierre Vogel kennt jeder. Das heißt, ich brauche nicht auf jemanden zuzugehen oder einen Verein aufzumachen. Wenn jemand eine Frage hat, kommt der zu mir, sagt, ey, ich habe eine Frage. Wie zum Beispiel einmal ein Vater, ein nicht-muslimischer Vater zu mir gekommen ist, mich gefragt, ob ich ein Buch habe für ihn über den Islam. Habe ich gesagt, okay, bringe ich dir nächste Woche mit, habe ich ein Buch gegeben. Oh, ist das auch verboten? Wahrscheinlich, hier in Deutschland ist das wahrscheinlich bald verboten, wenn wir es weiter mit so Typen zu tun haben wie Ahmed Mansour, die ja für die Werte dieser Gesellschaft sind. So. So, das heißt, die Eltern sind dort, pop, 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 pop. Ich bin die ganze Zeit nur Anweisungen am Geben. Links, rechts, laufen, rababa, und muss auf die Kinder aufpassen, weil der eine dahin läuft, der andere dahin, der andere dahin. Wie willst du da überhaupt jemanden radikalisieren, selbst wenn du jemanden radikalisieren wolltest? Für jeden, der normal in der Birne ist. Absoluter Schwachsinn, auf jeden Fall. Es geht darum, schon kleine Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren zu haben. Aber da siehst du ja, der labert einfach. Es geht darum. Der hat nicht mit mir geredet, der war nicht in einem Club, der hat nicht mit irgendjemandem aus dem Club geredet. Es geht darum, um kleine Kinder zu radikalisieren. Wo ich gerade ganz logisch für jeden erklärt habe, dass es völliger Schwachsinn ist, dass es total sinnlos ist. Das muss man äußerst ernst nehmen. Okay, weiter. Glauben Sie, dass die Eltern, die ihre Kinder wissend dorthin schicken, wissen, wer ihre Kinder trainiert? Jeder weiß, wer Pio Vogel ist. Ja, also, da muss ich ja keinen Boxclub machen, um Leute zu radikalisieren. Da können Sie auf TikTok gehen. Da können Sie ja in Instagram gucken. Da können Sie ja, was weiß ich, bei YouTube die tausenden Videos sich angucken. Jeder weiß, wer Pio Vogel ist. Also werden es auch die Eltern der Kinder wissen, die ihre Kinder in den Fight-Club Bergheim schämpfen. Er selbst glaubt vermutlich, dass er seine Marktlücke aufgetan hat. Ja klar, das stimmt. Ja, weil es hier ja nichts gibt für Kinder, kein Sport, nichts Vernünftiges. Fußballverein, der viel zu klein ist für den Ort, ja, für diese Ortschaften vielmehr. Aber weil er weiß, dass Muslime, guck mal, was er jetzt labert, weil er weiß, dass Muslime ihre Kinder am liebsten dorthin schicken, wo sie unter sich sind und Sport treiben können. Also Muslime schicken ihre Kinder am liebsten dorthin, wo sie unter sich sind und Sport machen können. Stimmt ja gar nicht. Wie viele Muslime sind in Vereinen mit Nicht-Muslimen zusammen? Zweite Sache, bei uns sind Nicht-Muslime. Die werden genauso behandelt wie die Muslime. Und da gibt es zig Zeugen für. Aber natürlich, die Zeugen sind ja dann von unserem Druck. Wir stehen mit der Zahn, wir stehen mit dem Bohrer hinter dem Weh, du sagst was anderes. Die Medien sagen das Richtige, aber die Zeugen, die wir haben vom Club, die lügen. Ist ja klar, weiß ja jeder, wie das läuft. In Deutschland ist das ja so. Die Medien sagen immer die Wahrheit, aber wenn man so sagt, die Wahrheit, obwohl noch nie da gewesen ist. Und die Nicht-Muslime, die bei uns sind, die lügen. So dann. Also er sagt, Muslime schicken ihre Kinder am liebsten, wo sie unter sich sind. Wie gesagt, bei uns sind die Kinder nicht unter sich. Bei uns kann sich jeder anmelden. Rein theoretisch können morgen 20 Nicht-Muslime kommen sich dort anmelden, dann werden die da angemeldet und werden genauso behandelt wie jeder andere auch. Das nennt man Integration, Herr Mansour. Aber davon haben Sie keine Ahnung.
Ja, wenn du bereit bist, Berlin 6000, schreib unter einem Video, was auf meiner Seite ist, und dann wissen wir Bescheid. Okay? Brauchst du hier nicht den Bagger aufzureißen. Okay. So, jetzt kommt das nächste. Alles geschieht nicht einmal im Verborgenen. Alles geschieht nicht einmal im Verborgenen. Wer macht das nicht mal im Verborgenen? Ja, warum soll ich das so im Verborgenen machen? Guck mal jetzt. Das heißt, die wollen jetzt sagen, ja, die Radikalisierung geschieht nicht einmal im Verborgenen. Ja, nee, die Radikalisierung geschieht nicht im Verborgenen, weil die gar nicht passiert. Weil es dort um Sport geht. Ganz einfach. Aber man muss sich jetzt mal vorstellen, stell mal vor, ich mache eine Dönerbude auf. Wenn ich eine Dönerbude aufmache, und die sagen, oh ja, Muslime essen ja viele Döner, und der hat die Dönerbude aufgemacht, um dort mit den Kunden zu reden, um die zu radikalisieren. Guck mal, ist also, pass auf hier. Alles geschieht nicht, das sagt jetzt die Zeitung, alles geschieht nicht einmal im Verborgenen. Vogel erzählt einem YouTuber selbst, dass er dort Kinder trainiert. Wieso tut er das? Jetzt hört genau zu. Ich hoffe, ihr findet jetzt, ja, guck mal, was jetzt seine Antwort ist. Warum tut er das? Warum sagt er das ganz öffentlich? Ahmed Mansur überlegt. Er hält sich selbst für einen Helden, der von nichts und niemand einschüchtern lässt. Nicht vom Staat und nicht von den Medien. Nochmal. Seine Antwort, warum ich das ganz öffentlich mache, er hält sich für einen Helden. Also der Experte sagt jetzt, der noch nie mit mir geredet hat, der keine Ahnung hat von mir, wie ich hier gerade gezeigt habe, hält sich für einen Helden, der sich von nichts und niemanden einschüchtern lässt. Nicht vom Staat und nicht von den Medien. Was sagt er hiermit indirekt? Was sagt er hiermit indirekt? Er sagt, ich halte mich für einen Helden, der sich von nichts und niemandem einschüchtern lässt, nicht vom Staat und nicht von den Medien. Salam alaikum, Bruder. Wie geht's? Alhamdulillah, sehr gut. Hast du das gerade mitbekommen? Nein. Guck mal. Ich lese es dir mal vor. Vielleicht kommen die anderen dahinter. Hier, pass auf. Guck mal, das ist sehr, sehr wichtig. Leute, ich bin sehr gut darin, zwischen den Zeilen zu lesen. Okay, guck mal. Also, die Zeitung sagt zum Ahmed Mansur, zu unserem Islamexperten, der am jüngsten Tag vor Allah stehen will und zu Allah sagen will: Hey, warum hast du denn Alkohol verboten? Das musst du doch nicht sein. Ja, also dieser angebliche Muslim. So. Er sagt, all dies, sagt die Zeitung, all dies, also dieser Boxclub für die Kinder, geschieht nicht einmal im Verborgenen. Vogel erzählt in einem YouTube-Video selbst, dass er dort Kinder trainiert. Wieso tut er das? Warum macht er das nicht verborgen? Jetzt kommt die Antwort von Ahmed Mansur. Er hält sich für einen Helden, der sich von nichts und niemandem einschüchtern lässt. Nicht vom Staat und nicht von den Medien. Was sagt er hiermit? Einer, auf den du würdest etwas Verbrochenes machen, etwas Fatales, obwohl du ja nur Das Leute sagt die beschützt. Zeitung, das sagt die Zeitung. Die Zeitung suggeriert das hier mit. So, dass ich das nicht im Verborgenen mache, zeigt eigentlich, dass wir nichts Verbotenes machen. Aber die Aussage von ihm, wo er sagt, er hält sich für einen Helden, der sich von nichts und niemandem einschüchtern lässt, nicht von den Medien und nicht vom Staat, was sagt er hiermit? Er impliziert Leute, ich damit, dass will du etwas wissen, ob ihr Verbrochenes auf machst. die Idee, ob ihr darauf kommt. Er will dich sozusagen schlecht reden, im Sinne von, er lässt sich halt nicht einschüchtern, heißt im Sinne von, er macht was Übles eigentlich dort, aber es juckt ihn ja nicht, weil er Ich keine sage Angst euch, hat. was, guck mal, ich sage euch, was er hiermit sagt. Er gibt hiermit zu, dass all das, was gemacht wird vom Staat, von den Medien, von den Behörden, dass das dazu da ist, um mich einzuschüchtern. Versteht ihr? Weil er sagt, ich will zeigen, dass ich mich durch den Staat und die Medien nicht einschüchtern lasse. Damit gibt er aber gleichzeitig zu, dass diese Sachen dazu da sind, um mich einzuschüchtern. Dass die Medien mich einschüchtern wollen und der Staat mich einschüchtern will und ich darauf reagiere, indem ich das öffentlich zeige und mich nicht einschüchtern lasse. Aber er gibt das damit zu. Er ist damit eigentlich selber auf die Schnauze gefallen, weil er damit zugibt, dass diese ganzen Repressionen vom Staat und von den Medien dazu da sind, um mich einzuschüchtern. Das ist der Punkt. Like den Beitrag, teilt den Beitrag. Hier, guckt doch mal. Ich lese euch noch mal vor. All dies geschieht nicht einmal im Verborgenen. Vogel erzählt selbst einem YouTuber, dass er dort Kinder trainiert. Wieso tut er das? Er hält sich für einen Helden. Übrigens, im Gegensatz zu dir, Held, ja,
werde ich von mehr verschiedenen Gruppen mit dem Tod bedroht. Von allen Seiten. Und ich habe keinen Polizeischutz. Mein Freund. Entschuldigung, du bist nicht mein Freund. Also ich rede nicht mit dir, ich rede gerade mit Ahmed Mansour. Ich Hier. weiß, ich Er hält sich für einen Held. Das heißt, der Staat und die Medien wollen mich einschüchtern, liebe Brüder. Guck mal, und Schwestern. Das heißt, ihr müsst verstehen, diese ganzen Sachen sind dazu da, um euch einzuschüchtern. Innama dhalikumu shaitan yukhawwifu awliya. Dies ist der Shaitan. Hier. Pass auf. Ich lese es euch vor, damit ihr es genau versteht. Ich sage es nicht über ihn, Shaitan, sondern über Methoden. Guck mal, was Allah im Koran sagt. Hier. So, folgendes. Innama dhalikumu shaitan yukhawwifu awliya. Fala takhafun wa khafuni in kuntum mu'minin. Das heißt übersetzt: Satan will euch seine Anhänger fürchten lassen. Merkt euch das. So fürchtet nicht sie, die Anhänger des Satans, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Hört nochmal zu. Sure 3, Vers 175. Dies ist der Shaitan. Satan will euch seine Anhänger fürchten lassen. Fürchtet aber nicht sie, sondern fürchtet mich, sofern ihr Gläubige seid. Versteht ihr? Das ist eine Methode, die man verstehen muss, wenn man den Koran liest. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Den Behörden sind offenbar die Hände gebunden. Die Stadt Bergheim jedenfalls sagt, sie habe keine Handhabe, weil es sich um einen privaten Gewerbebetrieb handele. Kapituliert die Gesellschaft so vor Extremisten wie Vogel? Was die Zeitung hier sagen will, ist, eigentlich ist das grundgesetzfeindlich von der Zeitung. Das heißt, die Stadt Bergheim sagt darauf, wir können nichts machen, weil da nichts vorliegt. Dann sagen sie, aber das ist doch Kapitulation. Man muss doch was tun können, selbst wenn die nichts machen. Verstehst du? Das heißt, der reine Verdacht, man könnte radikalisieren, muss doch schon reichen, um was gegen die zu tun, denn ansonsten kapituliert ja die Gesellschaft. So will man Gesetze in Deutschland so ändern, bis wir es mit einem totalen Polizeistaat zu tun haben. Was soll ich denn darunter verstehen? Guck mal, die Stadt Bergheim sagt, den Behörden sind offenbar die Hände gebunden. Die Stadt Bergheim jedenfalls sagt, sie habe keine Handhabe, weil es sich um einen privaten Gewerbebetrieb handele. Kapituliert die Gesellschaft so für Extremisten wie Vogel? Das heißt, mit dieser Frage wird ja suggeriert, dass wenn man nicht gegen Islamisten vorgeht, oder Leute, die von den Medien als Islamisten, Radikale, Terroristen dargestellt, indirekt oder direkt dargestellt werden, wenn man rein gesetzlich nichts gegen die findet, kapituliert man. Also muss man ja was anderes machen. Jetzt kommt er. Gewiss nicht. Ich bin davon überzeugt, dass die Sicherheitsbehörden, die Geschehnisse in Bergheim sehr genau in den Blick nehmen werden. Ja, weil die sehr genau in den Blick nehmen, finden die ja auch nichts. Deswegen sagt die Stadt Bergheim ja auch, dass sie nichts finden. Aber ihr müsst euch eine Sache merken, liebe Geschwister. Wo man nichts findet, erfindet man was. Wundert euch nicht, wundert euch nicht, wenn demnächst, jetzt gebe ich den, guck mal, ich gebe den Sicherheitsbehörden jetzt einen Tipp. Aber das wissen die schon selber. Schleust doch einfach jemanden ein. Guck mal, ist doch ganz, guck mal, Sicherheitsbehörden, ich gebe euch jetzt einen Tipp. Ich gebe euch jetzt einen Tipp. Wahrscheinlich kennt ihr die Tipps schon selber. Ich kenne die auch von euch. Schleust doch einfach jemanden ein, ja, der dann sagt, dort wird radikalisiert. Okay? Und dann benutzt ihr die Medien dazu, die Stimme von diesem Typen groß zu machen. Und die Stimme von allen anderen, die dort zum Club gehen, lasst ihr einfach verstummen und nicht hören. Und dann glaubt jeder,
Dieser Typ ist ein Radikaler, dort wird zum Terror aufgerufen und dann findet ihr schon irgendwas, um dagegen vorzugehen. Ist doch ganz einfach. Ihr wisst doch, wie das funktioniert. Das muss ich euch doch nicht beibringen. Das muss ich euch doch nicht beibringen. So jetzt. Sicherheitsbehörden, die Geschehnisse in Bergheim sehr genau in den Blick nehmen werden, jetzt da sie wissen, was dort geschieht. Ja, die wussten vorher nicht, was dort geschieht. Das wussten sie erst nach dem Internetvideo. Ach so. Und die Aufgabe einer Kommune kann und muss darin bestehen, ihre Bürger auf die Gefahren durch radikale Islamisten hinzuweisen. Und Beratungsangebote zu schaffen. Beratungsangebote, damit du wieder beraten kannst, der keine Ahnung hat. Ne? Ja, also der politische Islam ist ganz gefährlich, der politische Islam. Also ist ganz gefährlich. Ja? Du kannst, was willst du denn beraten? Du hast ja keine Ahnung vom Islam. So. So. Beratung. Wir beraten jetzt. Wir beraten sie. Schicken sie ihre Kinder nicht. Und übrigens, hier werden Kinder von Lehrern gemobbt. Kannst du dir das vorstellen? Hier werden Kinder von Lehrern gemobbt, dass sie dort zum Sport gehen. Kannst du dir das vorstellen? So weit sind wir in Deutschland gekommen. Klar, mit der ganzen Hetze, die Leute, guck mal, ich habe vor fast 20 Jahren, nee, im Jahr 2009 habe ich schon gesagt, wenn es einen Aufruf geben würde, einen öffentlichen Aufruf, wie damals zu der sogenannten Reichskristallnacht, gegen Muslime auf die Straße zu gehen, ihre Läden zu zerstören, gäbe es 10.000 in Deutschland, die bereit wären, das zu machen, wenn das gesetzlich in Ordnung wäre. Das weiß jeder, der sich im Internet, in Social Media auskennt. Der weiß das. Das ist keine Spukspinnerei. Alhamdulillah gibt es sehr viele nette, zuvorkommende Deutsche. Und das erkenne ich gerade jetzt in dieser Zeit, nicht Muslime. Und das erkenne ich gerade jetzt in dieser Zeit. Was meinst du, wie viele zu mir gekommen sind und haben gesagt, boah, mein Nachbar, der hat mich angesprochen, der Idiot, ich wollte am liebsten, oder der und der hat mich angesprochen, der und der, ich habe denen das und das gesagt. Viele Deutsche, Deutsche, Russen, andere Leute, die bei uns in den Club kommen, die ganz klar sagen, und das Schöne ist daran, sie sehen daran, wie gelogen wird. Verstehst du? Alhamdulillah. Die sich wieder am meisten einschüchtern lassen, sind die Muslime selber. Das ist das Traurige. Ja. Das ist das Traurige. Jetzt pass auf. So jetzt, ihre Bürger auf die Gefahren durch radikale Islamisten hinzuweisen, Beratungsangebote, um all jene davon abzuhalten, die damit lieber und sich Menschen wie Vogel anzuschließen. Möglicherweise können die Bürger auch an der Stelle ansetzen, wenn sie hinterfragen, ob Vogel die Qualifikation mitbringt, mit Kindern zu arbeiten. Ich beantworte das mit einem deutlichen Nein. Du beantwortest mit einem deutlichen Nein? Hör mal. Ich dachte, du wärst ein Muslim. Ein Muslim, der müsste wissen, dass er erst urteilen darf, wenn er Wissen hat. Aber die Behörden können ruhig kommen, können mit den Eltern reden, können sich das Training anschauen. Und ich sage sogar normalerweise, die Behörden müssen mir Geld geben und müssen normalerweise die ganzen leeren Turnhallen, guck mal, ich sag dir mal jetzt hier, 200 Meter vor meinem Wohnhaus, Turnhalle leer, passiert nichts. Andere Turnhalle, wo ich früher Karate gemacht habe, Turnhalle leer. Daneben eine Dreifachturnhalle, passiert nichts außer Schulunterricht. Es gibt so viele Sportplätze, Sportmöglichkeiten, die leer sind, wo es keine Angebote für Kinder gibt. Und dann wundern die sich, wenn die Kinder auf die schiefe Bahn kommen, weil das einzige Angebot, was sie haben, sind irgendwelche Schwachsinnsmusiker, die zu Gewalt aufrufen im Internet. Die gewaltverherrlichende Texte machen, sexistische Texte singen, das ist dann die Alternative. Und dann wundert man sich, wenn in Deutschland die Gewaltspirale immer weiter höher geht, wenn nur noch mit Ballerspielen gespielt wird, weil die Jugend gar nichts anderes mehr hat, wenn die Jugendlichen hast, die nicht mal mit einem Baum hochklettern können, wie ich bin Jahrgang 1978, bei uns hat man Fangen gespielt, ist man Baum hochgeklettert, heutzutage sind die nur mit dem Handy, sind Zombies, die sitzen an der Spiel, Konsole, Videokonsole. Und sind im Handy. Die ganze Zeit. So. Katastrophe. Das ist der Punkt. So, dann weiter im Text. Hier. Nein. Worin sehen Sie die größte Gefahr seines Tuns? Islamisten versuchen, ihre Ideologie schon den Jüngsten einzuimpfen. Wenn sich das einmal in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen verfängt, bringt sie das unweigerlich auf Distanz zu unserer Gesellschaft. Erstmal, auf Distanz zu unserer Gesellschaft bringen die Jugendlichen so Leute wie du
wie einen Keil zwischen praktizierenden Muslimen setzt und nicht Muslimen. 100%. Du sagst doch, wenn du ein Muslim bist, der glaubt, dass der Koran das einzig wahre Gott ist, kannst du nicht integriert sein. Kannst du dich nicht an die Gesetze halten. Wir sagen, du kannst dich an die Gesetze halten. Das ist der Unterschied. Bei uns im Club sind nicht Muslime und Muslime zusammen am Trainieren. Und du schwafelst hier etwas von, der Typ weiß gar nicht, wovon er redet. Das ist aber er labert halt das, was die Leute gerne hören wollen. Das verhindert jegliche Integration, stellt eine Gefahr für unsere Sicherheit dar. Eine Gefahr für die Sicherheit stellen Leute dar, die keine Ahnung haben, ihren Senf dazugeben. Das ist der Punkt an der ganzen Sache. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, wie hat euch der Livestream gefallen über diesen Menschen? Möge Allah dich festigen, Allahumma amin. Welche Religion hat Ahmed Mansour eigentlich? Ich glaube Zionismus, soweit ich weiß. Seine Religion. Das ist das, wofür er lebt. Denke ich auch, 100%. Das, wofür er lebt. Man sieht ja, also auf jeden Fall mit Islam hat er nichts zu tun. Jemand, der sagt, er steht am jüngsten Tag vor Allah und streitet mit ihm über Alkohol, ist kein Muslim. Und dann nennt er sich noch Islam-Experte. Wieso ruft keinen Dschihad aus? Wer ich? Oder Ahmed Mansour? Musst du Ahmed Mansour fragen, warum er kein Dschihad ausruft? Subhanallah. Sag mal ja. Jetzt kommt jemand hier mit 160.000 Follower. Und schreibt, fragt bitte alle, ob er Wahhabit ist und wer ihn finanziert. Subhanallah, ja, nee. Diese Frage mit Wahhabit und. Sozialamt finanziert mich. Aber das Problem ist, die Leute, die diese Wörter benutzen, diese Begriffe, die wissen meistens nicht mal, was Wahhabit bedeutet. 90% der Fälle, die wissen nicht mal, was Wahhabit bedeutet. Subhanallah. Aber Hauptsache mit diesen Begriffen rumschmeißen, weil es irgendwelche Leute wie die Ahbash benutzen. Guck mal, ich möchte erstmal eine Sache sagen. Auch an alle, die gegen uns sind. Ihr müsst euch eine Sache merken. Ihr müsst euch eine Sache merken. Wer mich persönlich kennenlernt, der wird merken, dass man mit mir sehr sachlich reden kann, wenn man sachlich ist mit mir. Sehr sachlich, egal welche Meinung man hat. Hier ist das meistens immer der Fall, so wie es in den Wald hineingerufen wird, so schallt es auch hinaus. Guck mal, alleine schon, wenn ich solche Fragen stelle, wie, wer finanziert dich? Alleine diese Frage ist schon eine unehrliche Frage, mit der suggeriert werden soll, er wird von irgendjemandem finanziert, um eine Botschaft rüberzubringen. Der hat viel Geld. Guck mal, und ihr müsst euch eine Sache merken. Egal, ob ihr Schiiten seid, ob ihr Abbasch seid, ob ihr Takfiris seid oder was auch immer seid. Ihr müsst euch eine Sache merken. Und das ist ein Ratschlag von mir an euch. Wenn ihr einen Unterschied habt in einer islamischen Meinung mit mir, redet über die islamische Meinung. Versucht nicht über die Absicht von mir zu reden oder irgendetwas rein zu interpretieren. Der wird von dem oder dem finanziert. Weil das sind Lügen. Und am jüngsten Tag werdet ihr dafür büßen. Das müsst ihr wissen. Wenn ihr der Meinung seid, beispielsweise, Ali ist der Rechtschaffener, ist der Kalif nach dem Propheten. Das ist eure Meinung. Meine Meinung ist Abu Bakr. Meine Meinung ist, dass alle diese vier rechtschaffenen Kalifen große Menschen sind, denen wir nur die Stirn küssen, die wir lieben. Und wir sind die Partei von Ali radiallahu anhu. Das muss man dazu betonen. Wir sind nicht gegen Ali. Wir sagen, dass Ali radiallahu anhu in den Schlachten von Safi und Jamal, dass er Recht hatte, die anderen Unrecht. Das Problem ist nur, wie wir mit denen umgehen, wo wir glauben, dass sie Unrecht gewesen sind. Das ist der Unterschied. Nicht, ob wir gegen Ali sind. Wir sind nicht gegen Ali. Wir sind bei all diesen Dingen auf der Seite von Ali. Das erstmal dazu. So. Wenn du eine unterschiedliche Meinung hast, rede sachlich mit Argumenten über diese Meinung. Und versuche nicht zu kommen mit, der wird von dem und dem finanziert, weil damit wirst du am jüngsten Tag auf die Nase fallen. Denn glaub es mir, ich bin jemand, der in manchen Monaten den Penning rumdreht, weil er nicht weiß, wie er sich zu essen kaufen kann. Versuch nicht, versuch, ver,
wo meine Frau sagt, bezahle nicht mit der Karte, wir haben nichts mehr. Deswegen versucht nicht, ja, oder wo wir am Ende des Monats anfangen zu sparen. Wenn ihr das macht, werdet ihr auf die Nase fallen. Allah subhanahu, der Prophet sagte zu Ali radiallahu anhu übrigens, bei der Schlacht von Khaybar, sagte er Folgendes. Er sagte, dass er was machen soll. Die Schlacht von Khaybar, das war gegen Juden, das war ein rechtmäßiger Krieg gewesen zur Zeit des Propheten. Er sagte, morgen gebe ich die Fahne jemandem, der Allah liebt und den Allah liebt. Und alle haben gehofft, die Fahne zu geben, und er hat die Fahne Ali radiallahu anhu gegeben. Und dann sagte der Prophet, er soll losziehen, ja, und sagte, und fürchte die Dua dessen, dem Unrecht angetan wurde. Denn zwischen ihm und Allah gibt es keinen Hijab. Wer ist der, dem Unrecht geschehen könnte? Dem Juden, der im Krieg steht gegen den Propheten alaihi salatu, gegen den Ali radiallahu kämpft, wo der Prophet ihm die Fahne gegeben hat. Das heißt, ein Krieg, wo Leute getötet werden, da sagt der Prophet, sei nicht ungerecht zu denen. Und fürchte du, Ali, die Dua des Bittenden, dem Unrecht angetan wurde. Das heißt, des Juden, dem im Krieg, obwohl der Krieg rechtmäßig ist, gegen Unrecht getan wurde. So, jetzt überlegt, wenn ihr mir Unrecht tut und lügt über mich. Meine Meinungen sind klar. Was ich für Meinungen habe, ist klar. Es ist das, was ich hier sage. Das ist die Meinung, die ich sage. Und der Beweis dafür ist, dass ich nichts anderes sage. Stellt euch doch mal vor, ich würde woanders was anderes sagen. Stellt euch mal vor, ich hätte eine kleine Gruppe von Leuten, denen ich das Gegenteil sage von dem, was ich hier sage. Guck mal. Die meisten, die hier sind, haben mich noch nie live getroffen. Wer von euch hat mich noch nie live getroffen, verfolgt mich seit Jahren? So. Die meisten haben es nicht gemacht. So. Wenn ich denen jetzt hier was predige und habe eigentlich eine andere Meinung, würde ich doch in die Irre führen. Da würde ich dich doch in die Irre führen. So, das heißt, dann die Leute, wenn ich jetzt hier was predigen würde und predige bei mir was anderes, was würden die Leute sagen? Die würden, was ist das denn für Munafik? Im Internet sagt er das und hier sagt er genau das Gegenteil. Ich würde mich doch total unglaubwürdig damit machen. Und die meisten, die hier sind, die kennen mich nur aus dem Internet. Ich würde sie doch in die Irre führen, laut eurem Wort. Das heißt, urteilt mich nach dem, was ich sage. Und das ist vollkommen ausreichend, wenn ihr der Meinung seid, wenn ihr Aschariten seid oder Ahbash seid oder Schia seid oder was auch immer, habt eure Meinungen. Urteilt nach euren Meinungen. Okay? Ihr habt die Meinung, das und das, was Pierre Vogel sagt, ist falsch. Zeigt das Video, wo ich das gesagt habe. Die Sache ist klar. Ich habe die Meinung, ihr habt die Meinung. Aber kommt nicht mit, er wird von dem finanziert und wird von dem finanziert. Es wäre schön, wenn ich finanziert werde. Subhanallah. Dann hätte ich viele Probleme nämlich nicht. Da hätte ich den Boxclub gar nicht aufgemacht, wo wir gerade sind. Wenn ich finanziere, denn der ist eigentlich die Methode, ja, die Methode, ja, um Geld zu verdienen. Das ist eigentlich das Ziel dahinter, was hat der Staat mir auch kaputt gemacht, weil wir nirgendwo ein Geschäftskonto aufmachen können. Das heißt, ich werde ja, und guck mal, der Witz ist auch immer, weißt du, es ist ja immer was anderes. Mal werde ich von Saudi-Arabien finanziert. Dann werde ich vom Mossad finanziert, dann werde ich von Deutschland, vom BND finanziert, dann werde ich von der Polizei finanziert, dann bin ich. Es ist ja immer was anderes. Sie kommen ja auf keinen grünen Nenner. Es ist immer irgendein dummes Gequatsche. Ja, und das Ding ist halt, es suggeriert immer, dass du das alles nur für Geld machst. Ich meine, wenn du irgendwas nur für Geld machen würdest, du hättest damals komplett den Boxsport durchziehen können. Ich meine, du gehörst zu einer der besten überhaupt und hättest dort dein Bruder. Geld machen können, wenn es dir ums Geld gehen Pass würde. auf, Bruder. Pass auf, Bruder, ich muss dir widersprechen. Ich Okay. widerspreche dir. Guck mal, und ich habe das noch nie gesagt. Ich habe noch nie kam aus meinem Mund, ja, noch nie kam aus meinem Mund, ja, hätte ich Boxen machen können, wäre ich reich geworden. Ich habe damals gut gelebt. Okay? Aber Alhamdulillah. ich schätze mich selber nicht als jemanden ein, der es geschafft hätte, durch den Boxsport ausgedient gehabt zu haben. Das heißt, Millionen zu verdienen. Ich Aber schon schätze mich. etwas, oder?
Nein, ich schätze mich nicht so gut ein. Ist es unmöglich? Wäre es unmöglich gewesen? Wäre es unmöglich gewesen? Nein, es wäre nicht unmöglich gewesen. Es gab Leute, die damals ungefähr auf meinem Level waren, wie Firat Arslan, der nachher Weltmeister geworden ist. Er war ungefähr auf meinem Level. Aber er hat überraschenderweise sehr später Weltmeister geworden. Mit viel Arbeit, mit viel Schweiß, mit viel Tränen. Respekt an Firat Arslan für seine sportliche Leistung. Ja? Aber ich selber schätze mich nicht ein als jemand, der das geschafft hätte. Ich glaube, die meisten sind da eine andere Meinung. Was die für eine Meinung sind, ist auch völlig egal. Ja. Ich sage dir nur, das ist meine persönliche Meinung. Aber guck mal, wenn es mir einfach nur darum ginge, gemütlich zu leben, es gibt nichts Dümmeres, als Dauer zu machen, wenn man Geld verdienen will. 100%. Dann braucht man sich doch nur anzuschauen, guck mal. Bei mir gab es bisher nicht einen einzigen Vortrag, wo ich Geld für verlangt habe. Nicht einen einzigen. Nicht einen einzigen. Bei mir gibt es keine VIP-Lounge oder irgendwas, wo du 400 € bezahlst oder so. Und ich sage nicht, dass das, wenn die Preise für jeden zugänglich sind, dass man das nicht machen darf, um die Dauer weiter zu fördern. Aber bei mir gab es das bisher nicht. Ich habe jetzt ein Projekt gemacht, übrigens auch. Um damit auch etwas Geld auf die Geld zu verdienen. Leider ist da etwas weggekommen. Das ist ein Kinderprojekt, wo Kindern der Islam beigebracht wird zu Hause, ganz öffentlich. Ja, da brauche ich keinen Boxclub für aufzumachen, wo die Leute eine Stunde zum Training kommen. Wie gesagt, die Leute müssen, wenn sie diskutieren, gerecht sein. Nicht irgendwelche Lügen erzählt, von wem wirst du finanziert. So, und wer sollen Wahhabiten überhaupt sein? Guck mal. Wir müssen eine Sache verstehen. Mohammed Abdul-Wahhab, das ist sehr, sehr wichtig. Rahimallah. Rahimallah, ist ein Gelehrter. Er ist nicht unser Prophet. Seine Bücher, und ich habe einen Vortrag gewonnen, können Fehler enthalten. Er ist nicht Was? Masum. Das ist eine wichtige Grundbotschaft, die wir verstehen müssen. Es gibt Sachen, wo ich anderer Meinung bin als er. Brauche ich hier gar nicht zu erwähnen. Es gibt wichtige, schöne Werke von ihm. Es gibt Werke, wo ich sage, das hätte man anders formulieren können. Es gibt Sachen, wo ich sage, das sind Fehler. Und das ist typisch für den Manager Salaf. Der Manager Salaf sagt, Al-Haqqu bi-dalaili la bi-qaili. Die Wahrheit ist nach ihren Beweisen, nicht nachdem wer etwas sagt. Das ist sehr, sehr wichtig. So, es kann jemand unserem Weg folgen, ohne jemals ein Buch von Mohammed Abu-Wahhab gelesen zu haben. 100%. Brauchst nicht Mohammed Abu-Wahhab, um die Akida der Salaf zu verstehen. Da gibt es ganz andere Leute für. Lalakai beispielsweise. Alte Bücher. As-Sabuni. Man kann so viele Bücher der Salaf aufzählen. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, wo die Akida der Salaf aufgezählt wird. Das ist eine ganz klare Angelegenheit, die man verstehen muss. Guck mal, ich komme noch nicht mal mit Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ist 728 gestorben. Was willst du mit Ibn Taymiyyah? Geh mal viel weiter zurück. Geh mal zu Ibn Mandah zurück. Geh mal zu Ibn Battah zurück. Geh mal zu As-Sabuni zurück. Geh mal zu diesen Gelehrten zurück. Geh mal zu Imam Ahmed zurück. Bücher, die er gemacht hat. Ibn Jarir Tabari. Schau dir die Bücher an. Da ist die Akida der Salaf ist dort vorhanden. Du findest es. Da brauchen wir nicht dorthin zu gehen. Und ich sage, das Wissen darüber ist gerade bei vielen Leuten, die sich Mohammed Abdul-Wahhab zuschreiben, sehr flach. Sehr flach. Sie wissen in vielen Sachen nicht, dass Salaf in bestimmten Akida-Bestandteilen zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten hat. Weil es gibt die Usul in der Akida, ja, die fest sind, und es gibt Dinge, die Furu' sind, wo es Meinungsverschiedenheiten gab, wo sich viele nicht darüber bewusst sind. Da könnte man einen eigenen Livestream drüber machen. Und viele Leute sind, oh, Mohammed Abu, das ist das Einzige, was sie gelesen haben, und denken dann, es gäbe nichts anderes. Wie gesagt, das ist nur so ein Punkt nebenbei.
für den, der eben diese Frage da gestellt hat mit von wegen Wahhabite und Gelaber und so weiter. Aber ich habe kein Problem damit, wenn mir jemand sagt, Muhammad Wahhab hat hier das und das gesagt und das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Punkt. Meine Religion ist nicht von Muhammad Abdul Wahab abhängig. Unsere Religion geht zurück über eine Kette bis zum Propheten alaihi salatu wassalam. Da gibt es genügend Bücher, die man vorher aufschlagen kann. Ad-Darimi in seinem Buch, wo er die Jahmiyyah widerlegt. All diese Bücher. Wie gesagt, das wollte ich nur gesagt haben. Ich will, Bruder, ich wollte, wie geht's dir eigentlich? Alles okay bei dir? Bleiben wir noch ein paar Minuten drin, weil ich wollte jetzt eigentlich Schluss machen. Ich habe es ja eigentlich gar nicht geplant, dich hier reinzuholen. Alles gut, Und zu noch gerne. Barakallahu fik. Mir geht's gut, Alhamdulillah. Ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich weiß nicht, ob ich dir darüber berichtet habe. Das letzte Mal, wo wir, glaube ich, live waren, kurz daraufhin, ich glaube, eine Woche, ein, zwei Wochen, subhanallah, kam dann bei mir, wurde reingestürmt. Subhanallah, und ja, soll man sagen, Khair inshallah. Also, das schüchtert mich auch nicht ein, weiterhin Dawah zu machen. Dawah wird weiterhin vorgeführt und ich habe ja auch nichts zu verstecken, so. Deswegen, Alhamdulillah. Innamadhalikumu shaitan yukhawifu awliya fala takhafun wa khafun in kuntum mu'minin. Dieses der Satan möchte euch durch seine Anhänger Angst Angst einjagen. machen, ja. Fürchtet sie, sondern fürchtet mich. Das ist nur Angstmacherei. Und ist was Schlimmes passiert? Nö. Alles Alhamdulillah. zurückgekommen. War ein Schreckmoment, das war's. Ja, Man muss passt. bereit sein dafür. Guck mal. Und ihr müsst verstehen, das ist schon seit Jahren das Ziel. Seit Jahren ist das Ziel, die Leute um uns herum einzuschüchtern, damit sie uns nicht unterstützen. Denn die Dawa kann nicht in einem Vakuum leben. Man braucht Leute, die hinter einem stehen. Ich habe momentan keinen, der die Videos macht, keinen, der die Videos schneidet, keinen, der mich fährt. Nix. Ich habe nichts, ich habe hier TikTok. Okay? Subhanallah. Nur als Beispiel. So, das ist meine Methode momentan. Warum? Weil über die Jahre hinweg die Leute eingeschüchtert worden sind. So. Und jetzt hat man Angst mit diesem Boxverein, dass die Menschen wieder mehr, Nähe suchen und das alles normalisiert wird. Also versucht man denen wieder Angst einzujagen. Aber es geht nach hinten los. Die Leute wissen mittlerweile, wie die Medien ticken. Die Muslime sind nicht mehr so doof wie vor 10 Jahren, als sie den ganzen Schwachsinn geglaubt haben. Guck mal. Man merkt ja auch, guck mal, wie die Medien ticken. Die Medien wollen ein Bild über dich vermitteln. Das heißt, sie berichten das, was sie berichten wollen und lassen absichtlich Sachen aus, die ein anderes Bild vermitteln. Guck mal, ich gebe dir mal ein Beispiel. Als ich im April 2016 auf die Todesliste vom IS gesetzt wurde, like den Beitrag, teilt den Beitrag. Weißt du, was ich damals gedacht habe? Guck mal. Ich habe damals gedacht, okay. Jetzt haben die Medien gesehen, dass das alles eine Lüge ist. Predigst du, wieder, ich predige die ganze Zeit, wenn ich solche blöden Sprüche höre. So. So. Hast du keine Mods? So, pass auf jeden Fall, guck mal. Ich habe damals, das ist eine Beleidigung für mich. Guck mal, ich habe damals gedacht, Natürlich. jetzt würden die Medien sehen, ah, okay, wir haben uns in dem doch geirrt. Wir haben uns dem doch gehört. Das ist ja eigentlich ein Thema, wo man riesen Thema dort, da kann man Talkshows draus machen. Ein Deutscher auf der Todesliste, Prediger. Verstehst du, ist ja eigentlich spannend. Was haben die Medien daraus gemacht? Nix. Das wurde in zwei Zeitungen berichtet. Überleg mal, warum? Hängt's bei dir? Ah, ich glaube, bei ihm hängt's. So, warum? Warum haben die Medien das nicht berichtet? Warum? Warum? Passt nicht ins Bild, ganz genau, weil es nicht ins Bild passt. Das heißt, es ist nicht so, als wenn die Medien sich bezüglich meiner Person geirrt haben, sondern es ist so, dass das absichtlich so geschehen ist. Deswegen. Es ist absichtlich so geschehen und jeder Fakt, der dagegen spricht, sollte ausgeblendet werden. Guck mal. Es gibt Videos von mir, die sind hochgeladen worden. Ihr könnt das selber schauen. Pierre Vogel redet mit syrischen Flüchtlingen 2013. Das ist gerade die Hochzeit.
Und da lobe ich die FSA, die Freie Syrische Armee. Niemals hätte ein IS-Anhänger die Freie Syrische Armee zu dieser Zeit gelobt. Niemals. Dann gibt es ein anderes Video, wo wir im Auto sitzen, ja, auch 2013, wo wir mit dem Nasheed von der FSA rumfahren. Niemals hätte ein IS-Anhänger das zu dieser Zeit gemacht. Übrigens, die FSA ist auch mit Vorsicht zu genießen. Nur mal so nebenbei. Das ist ein anderes Thema. Ja? Die Ziele der FSA. So, das heißt, diese Sachen wurden nie thematisiert. Dann wurde immer gesagt, oh, eine IS-Flagge. Aber dass andere Flaggen bei uns waren, der IS nur diese eine Flagge immer benutzt, da wurde nie thematisiert. Bei uns gab es weiße Flaggen, schwarze Flaggen, diese Flaggen, jeden Flaggen, alle möglichen. Das hat der IS nie gemacht. All diese Fakten, die ganz deutlich dagegen sprechen, wurden immer ausgeblendet. Warum? Weil man ein bestimmtes Bild zeichnen wollte. Tobias Huch beispielsweise, liked den Beitrag, teilt den Beitrag. Tobias Huch beispielsweise, der voll gegen uns gehetzt hat, guck mal, er war in einem Telegram-Kanal von IS-Anhängern, da hat er sich sozusagen reingeschleust. Und da hat er mitbekommen, wie Admins von mir, wie ihre Adresse verbreitet wurde in dem IS-Telegram-Kanal und dazu aufgerufen wurde, die zu töten. Daraufhin hat Tobias Huch, er hat das alles mitbekommen, hat Tobias Huch den Staatsschutz informiert und der Staatsschutz kam bei denen an nach Hause, weil er den Staatsschutz gewarnt hat. Das heißt, Tobias Huch weiß zum Beispiel dadurch ganz klar, dass wir mit IS nichts zu tun haben. Er hat das nie öffentlich zurückgenommen, seine Lügen. Nie. Warum? Weil es darum ging, Leute wie mich schlecht zu machen. Was das Problem dieser Leute ist, sie wissen nicht, wie sie Menschen damit in Gefahr bringen. Stell dir mal vor, es kommt jemand zu mir, weil er denkt, ich bin daran schuld, dass sein Sohn gestorben ist oder seine Tante getötet wurde oder was auch immer und will mir was antun. Ich bin nicht irgendein Ohrfeigengesicht, wo man einfach kommen kann und versuchen kann. Wenn jemand bei mir versucht, an mein Leben zu treten, ist es so, dass es entweder... Salam alaikum rahmatullah, Bruder, meine Verbindung ist abgebrochen. Definitiv die Mütter der anderen weinen werden. Welche Widersprüche gibt es denn zur Masjid Sunnah? Komm, hier ist wieder ein ganz Schlauer, der was behaupten will. Dann sag uns mal jetzt genau, welche Widersprüche es zur Masjid Sunnah Zeit geben soll. Wir haben wieder einen ganz Schlauen. Erzähl mal. Welchen Widerspruch soll es da geben? Zitat Ende. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Entschuldigung. Ist weg. Gerade noch blöd rumgelabert und jetzt wieder weg. Ist immer dasselbe. Er sagt, ja, ein Widerspruch zum Masjid Sunnah. Was war denn mein Masjid Sunnah? Nix. Like den Beitrag, teilt den Beitrag, abonniert die Kanäle auch. Geht inshallah alle rüber zu Sheikh Abu Hamza, Pierre Vogel, und folgt ihn, supportet seine Beiträge. Wenn ihr seine Beiträge seht, erneut veröffentlichen inshallah. Sehr wichtig, damit wir die Dauer stärken. Falls es irgendwelche Video-Editor gibt, die Videos schneiden, sich die Mühe machen und so weiter, inshallah auch bei Sheikh Abu Hamza melden und zu Dauer beitragen, inshallah. Ich muss dazu sagen, dass ich auch nicht allen Leuten vertraue, das muss ich dazu sagen. Okay. Okay. Gut, liebe Geschwister, Bruder Son, ich will eigentlich Schluss machen, ich habe keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Ich muss noch viel lesen diese Nacht. Diese Nacht steht noch ein Buch an für mich, wo ich ein paar hundert Seiten lesen muss. Khasais wa ala sunna wal jama'a, inshallah. Okay. Dann wünsche ich euch alles Gute. Und um Jakub, ich habe hier keine Nachrichten mehr gelesen. Vielleicht kann der Admin diese um Jakub mal anschreiben, von mir aus. Das wäre eine gute Sache. Okay, dann macht's gut, liebe Geschwister. Wir hören uns inshallah. Okay, Bruder, und vielen Dank. Ich danke dir. Möge Allah dir
Möge Allah uns allen Ikhlas geben. Wir hören uns inshallah, ja? Macht's gut. Salam alaikum wa rahmatullah.